Hallihallo! Wir sind so froh! Ihr seht's, wo wir wieder sind, in Risen 3. Beliebige Taste drücken. Risen 3 Titan Lords, wir sind wieder am Start. Die Sonne scheint. Und ich hock hier und zocke, wie sich das gehört. Kennt ihr so... Das war mal so voll der... Voll das krasse Meme. Perfektes Zockerwetter. Draußen scheint die Sonne. Es regnet. Tsunami. Hurricane. Alles scheißegal. Der Roller ist unten, sonst wird meine Fresse wieder so zeitlich so arg angeleuchtet. Kann man nichts machen. Aber, wo wir waren, auf Taranis. Genug gequasselt. Und bei den Magiern. Wir gucken mal, was zu tun ist. Wir werden auf jeden Fall schmieden lernen, sobald wir den Schmied finden. Und der uns das auch beibringt. Ansonsten, ja, wir machen die Quests, entvölkern die ganze Insel, wie sich das gehört. Guck mal, was sonst noch so geht. Die Musik ist wieder brutal laut. Also, wir hatten das Lagerhaus ausgenommen. Ist das arg laut? Nee, es kommt mir nur laut vor, oder? Muss ich ja so arg laut anschreien? Nein. Lagerfeuer. Hoher Hühnerbullen. Ich weiß nicht, das ist... Man ist so richtig geschädigt von manchen Gothic-Spielen, dass man nicht alles an Fleisch braten will. Was hat er denn gerade mit seinem Kopf gemacht? Wir gucken nochmal. Tu es nochmal. Habe ich mir das gerade eingebildet, dass er mit dem Kopf da rumgezuppelt hat wie noch was? Nee, habe ich nicht. dass man für manche Quests rohes Fleisch gebraucht hatte. Und es war dann immer so, ehrlich jetzt, meine Fresse. Hier. Bald ist es soweit. Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Ha, jetzt weil sie mit Feuer zaubern. Jemand anderem auf die Nerven. Dürfen wir? Wir dürfen hier schon dran, oder? Wir gucken mal. Zing, 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 zing. Perfekt. Wurf, Dolch, Musik, Jadestein. Wunderbar. Hier unten ist die Kneipe. Er sieht wichtig aus. Moment. Wo wollen wir denn hin? Zivilisten haben hier nichts verloren. Wer hat dich hier reingelassen? Typisch Magierwächter. Bürokraten bis zuletzt, was? Müsst ihr sogar festhalten, wer euer Lager betreten darf? Sagt mir einfach, was ihr hier wollt. Ja, Bürokraten sind doch eher die Inquisition, oder? Das Tor war auf und ich ging durch. Zum Teufel, lassen wir jetzt schon jeden auf unser Gelände? Offensichtlich muss ich mit dem Wachtposten am Tor ein ernstes Wörtchen reden. Ich bin hier, um mit den Magiern zu sprechen. Das ist mir völlig egal. Hier habe ich die Verantwortung. Toll. Also sprichst du erst einmal mit mir. Tun wir doch gerade. Was will jemand wie du wirklich hier auf Taranis? Jetzt fehlt so ein Captain Jack Sparrow-Moment. Plündern, Schiff stehlen... Alles unsicher machen. Geh mir aus dem Weg. Wir stehen auf derselben Seite. Gibt sich, glaube ich, alles nix. Und das soll ich dir glauben? Komm schon, ich habe für den Unsinn keine Zeit. So nämlich. Ich will die Schatten bekämpfen und brauche dazu eure Hilfe. Du willst mit uns gegen die Schatten kämpfen, sagst du? Na schön, dann überzeuge mich. Wieso sollte ich gerade für dich meine wertvolle Zeit verschwenden? Nehmt sie oder lasst es. Nee, wir haben ja Horas. Ich habe Horas, einen eurer Kadetten, vor der Inquisition gerettet. Wieder dieser Horas. Der Bengel bringt sich ständig in Schwierigkeiten. Gut, du hast ihn gerettet. Aber ich fürchte, das überzeugt mich noch nicht. Toll. Ruhm plus 50. Toll. Dafür, dass einer weniger sterben musste. Ich könnte mich euch anschließen.
Dazu müsste ich dir erst ein paar Lektionen in Sachen Disziplin erteilen. Aber ich kann keinen weiteren Kadetten ausbilden. Hier im Lager habe ich schon alle Hände voll zu tun. Und dann wären da noch die Minen. Solange ich keinen Rapport über den Zustand meiner Minen habe, habe ich keine Zeit für weitere Dinge. Rapport. Das ist die Steigerung von Rap. Eigentlich habe ich genug geschlafen, aber... Wer ist der mächtigste Magier hier? Das ist der Schirmherr dieser Kolonie, der ehrenwerte Magier Zacharias. Okay, wo finde ich diesen Mann? Er ist mit seinen Forschungen beschäftigt und darf nicht gestört werden. Toll. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Meister Erasmus. Er ist die meiste Zeit in den oberen Stockwerken der großen Halle zu finden. Es ist halt echt schade, dass hier man nicht einfach wieder Ignatius und Illumar und so genommen hat. Weil die wurden ja verbannt aus der alten Welt. Aber das sind jetzt andere Magier. Heißt das, ich darf mit den Magiern in der großen Halle sprechen? Wenn du mich so fragst... Nein, besser du bleibst hier draußen. Die Magier in der großen Halle hatten in den letzten Tagen schon genug Ablenkung. Jetzt geht das schon wieder los. War ja klar. War ja klar. Ich kann mich um deine Minen kümmern. Kommt nicht in Frage. Ich habe schon meine Männer mit der Aufgabe betraut. Und wie ist der Stand? Ich warte immer noch auf den Bericht. Seit Tagen. Ah ja. Klingt so, als hättest du alles im Griff. Na schön. Du hast gewonnen. Du kriegst den Job. Geh in die Minen und sieh nach, was zum Teufel da los ist. Aber wehe dir, wenn ich das bereuen muss. Entspann dich. Euer Schiff da draußen, fährt das auch mal aus? Auf dem Meer ist gerade die Hölle los. Dann ist es besser, dass es da bleibt, wo es jetzt ist. Und bevor du noch auf dumme Gedanken kommst... Nur einer von uns, ein Wächter, darf seinen Dienst an Bord unseres Schiffes verrichten. Was unternehmt ihr gegen die Schatten hier auf Taranis? Ich weiß, dass sie schon jetzt angefangen haben, die Insel zu erobern. Aber ich habe zu wenig Männer, um mich darum zu kümmern. Einer dieser Schattenlords hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Ein Schattenlord hier auf Taranis? Wo ist er? Er ist über den Seeweg im Westen der Insel gekommen. Dort, wo sich die Sonne verdunkelt und die Umgebung um dich herum mehr tot als lebendig aussieht, beginnt sein Herrschaftsgebiet. Also sei vorsichtig und komm ihm besser nicht zu nah. Das werden wir sehen. Das, also, dass einfach dasteht, dass sie nicht sprechen, ist irgendwie schon lustiger. Kann ich etwas von dir lernen? Du bist kein Wächter, also darf ich dich nichts lehren. Ich werde dir keine Dinge beibringen, die uns Wächtern vorbehalten sind. Aber ich denke, ein bisschen kämpfen lehren kann ich dich trotzdem. Das ist doch schon mal Wenn was. Du etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag mich einfach. Umsonst mache ich das allerdings nicht. Ja klar, ich finde das schön, dass ihr das Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Klingentänzer. Gegenangriff. Ich bin noch nicht gut genug. Was fehlt uns, Härte oder Nahkampf? Härte fehlt uns einer. Nehmen wir mit. Haben wir Geld? Ja, haben wir. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du fest stehst. Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Dies ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. Jawohl. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Das wäre schon eine Sache noch wegen der Minen. Ja? Wie viele Minen gibt es hier auf Taranis? Die Kristallvorkommen auf dieser Insel sind ziemlich weiträumig verteilt. Ich vermute, man müsste insgesamt 4 Minen erschließen können.
Den Eingang einer der Minen findest du direkt hinterm Lagerhaus unserer Siedlung hier. Eine Mine ist unweit von hier im Norden der Insel. Eine weitere ist ungefähr in der nördlichen Mitte der Insel. Und noch eine soll irgendwo in der Nähe des Hafens im Süden sein. Sicher bin ich allerdings nicht. Bisher haben wir nur die ersten drei sicher gefunden. Was genau brauchst du von den Minen? Ich brauche einen Bericht von dem Verantwortlichen der jeweiligen Mine. Die Magier liegen mir schon seit Tagen damit in den Ohren. Sie warten auf ihre Kristalllieferungen. Also tu mir einen Gefallen und bau keinen Mist, klar? Klingt, als wären das so Drogen. Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Ihr müsst euch gegenseitig decken! Im Angriff gewinnt ihr den Kampf, aber mit der Verteidigung den Krieg! Das Zusammenspiel muss stimmen! Achtet auf das Schlachtfeld! Mehr aus der Tiefe des Raums zaubern! Latscht einfach weg! Ist ja Premium! Wels! Das ist ein Fisch! Du bist kein Wächter, oder? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Das wollen wir lernen. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Wo er recht hat, hat er recht. Ohne ordentlichen Stahl sind wir sowieso schon verloren. Ja, bitte. Kann ich das Schmieden bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges, also wirst du mich bezahlen. Ja. Aber denk dran, wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Wenn du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Lass uns handeln. Guck mal, was er hat. Degen. Ja, man kann halt hier wirklich coole Sachen schmieden. Schattenklinge, ja, die haben wir ja. Messer. Also man kann halt wirklich aus diesen normalen Waffen fast immer noch mal was draufsetzen. Also noch mal was Neues draus schmieden. Bring mir etwas bei. 2000. Bring mir bei, wie ich Waffen schmieden kann. Das Schmieden von Waffen ist eine Kunst für sich. Beim Erhitzen des Stahls musst du darauf achten, dass er nicht zu heiß wird. Sonst verbrennt er dir. Genauso beim Härten des Stahls. Du kannst Stahl beinahe so hart bekommen wie Glas. Aber bedenke, je härter, desto zerbrechlicher, aber auch umso schärfer. Probiere es einfach aus, bis du die perfekte Mischung aus Hitze und Kälte gefunden hast. Was machst du, wenn du mal nicht an der Schmiede stehst? Schlafen. Ach was. Na schön, ab und an genehmige ich mir einen nach Mitternacht in der Taverne. Aha. Wenn du ständig auf den Amboss haust, fängt die Hand an zu zittern. Da hilft eine ordentliche Pulle wieder Ruhe in die Knochen zu bringen. Oh Mann, und wenn dann noch einer gegen dich im Saufen antritt, ist die Nacht gerettet. Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Ja, da liegst du falsch. Nehmen wir mit. Erzähl mir die Geschichte. Sie beginnt in der Zeit, in der Inquisition und Magier noch gemeinsame Sache gemacht haben. War damals schon Schmied. Hab eine Überstunde nach der anderen abgerissen. War so überarbeitet, dass ich bei einer Klinge vergessen habe, sie vernünftig zu falten. Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Weiter? Tja, genau das Mistding ging an unseren Kommandanten. Brach natürlich im entscheidenden Moment ab. Wollte mir dafür den Arsch aufreißen. Also habe ich die Sachen gepackt und bin bei den Magiern untergekommen. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen? Absolut. Ich glaube kaum, dass sie einen Fahnenflüchtigen mit offenen Armen empfangen würden. Nein, mein Platz ist jetzt hier. Die Magier werden das zu Ende bringen, was die Inquisition nicht konnte. Das wäre? Die Titanen ein für alle Mal besiegen.
Ich glaube, ich habe genug gehört. Alles klar. Ich habe sowieso noch ein Eisen im Feuer. Ja, dann. Oh, wir könnten aus der Machete ein Haumesser machen. Mit Eisenerz. Stanley. Darf sich jetzt nur nicht umdrehen. Können wir das Fell nicht nehmen? Nur selten kamen geölte Kurbelwellen in Armbrüsten zum Einsatz, obwohl ihre Effizienz auf der Hand lag. Seit die meisten Schützen auf Schusswaffen umgestiegen sind, dürfte es dort bestimmt niemanden mehr interessieren. Ein letztes Exemplar soll einem Leuchtturmwärter auf Kalador gehört haben. Aha. Aha, die geölte Kurbelwelle. Wir gucken mal, ob wir an ihm vorbeikommen. Oder ob er das sieht. Sieht nicht so aus. Also, was gibt's zu holen? Ein Hühnchen. Da ist nochmal Fuß, eine Gabel. Ein Löffel. Wie wir gelernt haben, sowas braucht man auch zum Spieten. Da ist noch ein Runenstein. Dabei waren ja die Runensteine eigentlich immer das, was die... Oh, wie heißen sie? Boah, das ist richtig frech. Das Wasser neben dem Bett klauen, das ist schon übel. Naja. Die Runensteine waren immer das, was die... Ach, wie heißen sie? Dämonenjäger benutzen. Die Runenmagie. Apfel auch nicht bemerkt. Wäre jetzt geil gewesen, hätte er uns dafür die Hand abgehackt. Okay, also. Ach, ist schon wieder anstrengend hier, ne? So viel reden. Deswegen muss ich hin und wieder mal Zeug klauen. Das Ganze ein bisschen auszugleichen. Gold. 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 Das Buch. Nee, doch nicht. Klamotten? Nee. Da? Nee, auch nicht. Nix gibt's hier. Stanleys Truhe. Hallo. Rohstahl. Ich glaube, das ist okay, wenn wir jetzt erstmal hier runter spazieren. Aber eigentlich sollte ich erstmal die Minen dann machen, ne? Statt hier jetzt durch die Pampa zu rennen. Eigentlich sollte ich erstmal mit allen reden. Oh, schick. Und es blitzt hier gar nicht. Mir gerade so aufgefallen, wo ich den Blitz da hinten gesehen habe. Skavenka, stirb! Ich glaube nicht, dass man Viecher kontern kann. Werden wir vielleicht noch... Also, vielleicht kann man das. Normalerweise kann man es ja nicht. Da kommen wir nicht hoch. Ja. Okay, also man kann hier noch runtergehen zum Reaktor. Das Ding da unten. Das kommt aber alles erst noch. Das war auch eine Scheiße. Ich dachte schon, jetzt kommt einer. Raus hier! Ah, Homie. Du hier, Lucky Lucky? Wer bist du denn? Ich bin Jaffa. Ein großer Held und Freund der Menschen.
Naja. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hada. Was heißt, du warst ein Held? Sieh dir doch an mein Leben heute. Jaffa geworden, Matar. Ein Meister der Gnome. Der muss ausbilden, einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee, aber das heißt, für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis, Missada. Wie macht sich dein Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Piwi war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Matar, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Piwi? Mein Schützling heißt Ali. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quälgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Ich kümmere mich um deinen Ali. Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Magnus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Okidoki. Ich warte hier so lange. Er steht jetzt einfach da rum. Noch Getränke, ich sehe sie doch. Bier ist halt einfach Proviant. Sehr schön. Rohstahl ist immer gut. Proviant ist echt wichtig hier. Kriegt dann doch schon alles auf die Fresse. Also noch. Später ist wieder Easy Mode, wenn man mal ordentlich gepumpt hat. Jetzt quatschen wir noch mit Stanley. Irgendwas riecht hier komisch. Tja, mein unwissender Freund, das bin dann wohl ich. Aber bevor du auf falsche Gedanken kommst, der Geruch kommt vom Schießpulver. Flinten sind mein Leben. Flinten? Klingt nicht schlecht. Na, endlich mal einer, der mir beipflichtet. Die meisten der Jungs hier verlassen sich nur noch auf ihren Kristallhandschuh. Ich sag immer, was ist besser als ein Magier? Ein Magier mit Flinte natürlich. Hat er recht. Wie stehst du zu den Magiern? Offiziell sind sie natürlich die mit dem großen Plan. Huiuiui. Bauen da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Ja, dann? Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Vetranio das Waschweib spielen. Irgendwelche Ratschläge, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Nur einen. Bleib immer im Training. Nimm mich zum Beispiel. Jeden Morgen trainiere ich am Wurfstand meine Zielsicherheit. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich sage dir, das zahlt sich aus. Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager wie fast jeder Neue. Dachte wohl, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Du scheinst ja richtig was drauf zu haben.
klar doch. Gib mir eine verrostete Flinte und eine Handvoll Metall und das Ding rumst wieder. Gut sein kann jeder. Ich will der Beste sein. Pass auf. Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst du mit den Ohren. Zeig mir deine Ware. Er ist echt... Naja. Ich glaube, das brauchte man ihr für irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr für was. Stimmt, die konnte man ja auch verbessern. Abräumer. Macht sie effektiv. Wurfdolch, Wurfmesser. Wo ist der Schaden? Ist der Unterschied? Ja. Weiß auch nicht. Erstmal nicht. Ich dachte, wir könnten ihm vielleicht einen Schlüssel oder so klauen, aber können wir gar nicht. Kadett, Kadett. Wels. Kadett, Kadett. Fisch. Kadett. Ja, ja, ich weiß. Du bist neu hier und willst schnell Magie lernen. Schmink dir das ab. Magie verlangt Übung und Konzentration. Wer schnell zum Erfolg will, wird schnell scheitern. Alles klar. Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Sehe ich so aus, als wenn ich meine Zeit mit Schwatzen verbringe? Ich bin hier, um das Wissen der Magie zu verbreiten. Merkt ihr das? Ich muss mich nun wieder anderen Dingen zuwenden. Ich möchte mehr über die Kristallmagie erfahren. Da ich nur wenig Zeit habe, wirst du dich mit der Kurzfassung begnügen müssen. Die Kristallmagie mag für den Unwissenden wie eine weitere beliebige Form der Magie erscheinen. Sie kann aber viel mehr. In ihr ruht die Kraft, mit der selbst den Titanen getrotzt werden kann. Wie schaffen es ein paar Kristalle, Titanen aufzuhalten? Kennst du nicht den Spruch, dass selbst der Glaube Berge versetzen kann? Bei den Kristallen ist es ähnlich, nur praktischer veranlagt. Ihre Magie kann direkt kanalisiert werden. Je eher es uns gelingt, ihre komplexen Strukturen zu verstehen, desto wirkungsvoller wird die magische Ausbeute sein, die wir aus ihnen ziehen. Wo haben die Kristalle ihren Ursprung? Eine zugleich interessante, wenn auch irrelevante Frage. Vielleicht sind sie nur ein letztes Geschenk der schwindenden Götter gewesen, um die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Vielleicht lagen sie aber einfach seit Äonen unter hartem Fels verborgen. Letzten Endes ist nur wichtig, dass wir sie haben. Klingt alles so, als wolltet ihr Klingt Gott alles spielen. So, als wolltet ihr so Gott nämlich. Spielen. Die Götter haben uns verlassen und wir brauchen sie auch nicht mehr. Diese Kristalle geben uns die Kraft, die Ordnung wiederherzustellen. Sie sind der Schlüssel für das Fortbestehen der Menschheit. Also machen wir von ihnen Gebrauch. Für den Moment habe ich genug gehört. Danke. Gut, ich denke, dieser kleine Exkurs sollte dein Wissen erweitert haben. Widme dich nun wieder deinen Aufgaben. Was kannst du mir beibringen? Frag mich einfach! Magiesicher können wir von ihm lernen. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch, dir ist das egal. Es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steigert dein Magiesicher-Talent um 10 pro Stufe. Okay. Mit Fisch reden wir gleich. Entschuldigung. Arme Geschöpfe! Als Sklaven der Magier zu schuften. Die sehen doch glücklich aus. Nur weil sie zu dumm sind, es zu merken, heißt das nicht, dass es okay ist. Okay. Es war wieder harte Worte. Recht hat er, trotzdem harte Worte. Nimm das Messer. Dann den Jadestein. Nimm doch mit, was hier drin ist. Ja, kann er nicht, okay. Kann er nicht, will er nicht, macht er nicht. Hm.
Also, nächste Folge quatschen wir mit Welz. So wird's gemacht! So wird's gemacht, nämlich. Mit den Worten, einen wundervollen Tag. Hör, Ziel! Direkt drauf! Wir sehen uns morgen. Ciao.